Ist irgendwie, irgendwie ist die Belichtung kacke. Egal, müssen wir durch jetzt. Wieso hat Bibi den Ei mit der Schale gegessen? Das ist doch ungesund. Ich will diese Kriegssong von Ex. Könnt ihr das nochmal machen? Bitte, vielleicht könnt ihr das so machen, dass der andere den anderen das Lebensmittel in den Krug gibt. Bitte, bitte, bitte. Ich anonym User. Wie viele Fans haben Bibi und Julian? Ein Like gleich ein Fan. Ja, richtig, ein Like hat der Kommentar. Könnt ihr mal ein Kuppkack ohne Rezept backen? Try man, halt du deine Friese. Mach wieder ne Schlangenschmier, Kev! Ein Heli vom Militär klauen, wer am meisten gestorben ist, verliert. So ist es auch im wahren Leben. Wer am meisten gestorben ist, verliert. Es ist kein Selbstmord, wenn du dich töten lässt. Richtig, dann ist es nur Mord. Ich habe coole Bestrafung. Die Bestrafung ist eine ganze Zahnpasta auf Essen oder ein Löffel voll oder halbes Essen. Das war coole Bestrafung mit Zahnpasta. Endlich wieder Kellenges zu ertränken. Wo joinen die oder muss man slash join bla 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 eingeben? Bei mir sind es Kühe, Scheiße! Ist so uncool. Virtueller Dampf-Rauchen-Witz. Davidoff 0017. Unrealistisch, ey. Da kommt ja gar kein Rauch raus. Richtig ehrenlos. Sehe ich richtig, dass das eine App für Google, also Android-Phones ist und beschwert sich, dass kein Rauch rauskommt? Wieder mal virtueller Dampf-Rauchen-Witz. Ich bin 12 Jahre alt, ich sag nur Scheiße. Dann sag doch mal was Schönes. Auch wenn du 12 bist, musst du nicht nur Scheiße sagen. Und Gabi Kirche sagt noch: Super Prank. Die verarschen einen bei sowas nur. Seid ihr eigentlich bei jedem Witz lachen? Bibi und Julian, ich bin so ein Fan von Michi macht so gute Videos und für diesen Witz, was der hinter der Kamera gesagt hat, habe ich mich auch so Schrott gelacht und das andere Video da, wo ihr in diese dicke Anzüge seid, das ist so cool und ich weiß ja nicht, wie das heißt, ich weiß einfach nicht, halt die mit der Brause, wo ihr euch in abgespritzt, Julian hat dir die Haare und du hast den Schrank, ich liebe euch, I love you, I love you, ich liebe euch, I love you, Julian Bibi. Wo ist die Infobox? Ich habe den Witz schon, als ich 5 war. Was wirst auf ja das? Wie eklug. Wat it das, wat ihr? Pool. Zu 8 okay. Knacksack 7 Uhr 5 kpkc. Danke, Melanie. Marz. Das ist eklig. Ich mag Baby am meisten. Bibi, ich mach solchen Videosau. Ich bin in Julian verliebt. Macht vielleicht nochmal sowas. Hab euch lieb. Ich habe einen Witz. Max geht mit ihrer Oma spazieren. Max findet Hunderterschein. Er sagt, darf ich den Hunderterschein auf dem Boden nehmen? Oma sagt nein, was auf dem Boden liegt, darf man nicht nehmen. Sie gehen weiter, Oma fällt auf den Boden. Oma sagt, hilf mir mal hoch, bitte. Max sagt nein, was auf dem Boden liegt, darf man nicht nehmen. Max geht weg. Ich habe mich mega laut kaputt gelacht. Unser Nachbar kam hoch und ich habe Ärger gekriegt. Das ist irgendwie auch eckeli. Wie eklig. Hui. Das sieht voll eklig aus. Kann denn niemand eklig schreiben, Alter? Niemand? Bianca, kannst du in die Kommentare deine WhatsApp-Nummer schicken? Ihr seid cool, Bibi. Können wir ficken? Will ich 25 bin, treffen wir uns. Julian, ha, Bibi, ha, sa, kua, 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 kua. So lachen die. Wie Julian einfach Bibi seine Backen zerquetscht.
Meine Backen? Arschbacken. Das ist ekelig. Das, so klingt das Wort nicht mal, wenn man es ausspricht. Eklig. Da würde ich noch E-K-L-I-C-H würde ich vielleicht noch verstehen. Aber ekelig? Du bist scheiße, aber ich würde dich ficken mit 14. Ah, immerhin besser als dein Julian, dieser Lagerfeld-Alter. Kennt ihr den Witz? Sitzen zwei Kackwuschte in der Dachrinne und rauchen eine Joint, kommt Dünnschiss vorbei, fragt, darf ich auch mal ziehen? Sagen die Kackwuschte, nee, ist nur was für harte Männer. So eklig. Alter, ich muss diese Folge irgendwas mit eklig nennen. How to eklig schreiben, das ist es. Hallo Baby, ich habe eine Idee für eine neue Bilou-Sorte Marshmallow. Necker Marshmallow. Das soll Marshmallow heißen. Darf ich mit euch ein Meet and Greet mit euch gewinnen, bitte? Meet and Greet. So heißt das. Eine Uhr mit... Was sitzt auf dem Und schreit Uha? Ein Und mit Sprachfehler. Was? Was sitzt auf dem und schreibt Uha? Ein Und mit Sprachfehler. Und dann hat er sich korrigiert, ein Uhe mit. Verstehe nicht. Heute im Angebot, Apfelstrudel plus eine Kugel Vanilleeis plus Shane. 5,40 €. Shane Dawson? Gibt's den überhaupt noch? Kennt den jemand? Interior Renovierung, das Gemälde. Tapezieren, Trockenbau, Bodenfliesen. Das Gemälde. Sobald sie erschossen würden, pick's nur kick den Arsch. Fatzematuki! Gehörschaden von Amazon-Kunde. Das enthaltet gefährliche Sachen und kann zu Krankheiten im Gehör führen wie Taubnis, Koritis und so weiter. Musste eine OP deswegen machen, Finger weg. Bei der OP war der Finger weg, oder was? Taubnis. Pass auf. Perfekt. Nochmal Amazon. Super perfekt, absolut klasse für den Preis. Musik ist perfekt. Alles dabei, Autogrammkarte, Riesenposter, 2 CDs, super Qualität des T-Shirts. Und das Beste ist die Musik. Die Beste sind Hammer und alles ist sehr hochwertig. Echt super für 20 Euro. Wenn man ein echter Fan ist, sollte man sich die Box gönnen und auf die ganzen Kackvater hier pissen, die keine Ahnung von Musik haben. Echt klasse, die Box. Sie enthält all das, was eine Box enthalten muss. Auf die ganzen Kackvater hier pissen. Werden die eigentlich nicht Korrektur... Die müssen doch freigegeben werden, Rezensionen auf Amazon, oder? Da liest doch jemand drüber. Ich bin 49 Jahre jung und 1,82 Zentimeter groß. Habe das Alleinsein satt. Mache gerne Nording Working. Ich lebe auf dem Land. 1,82 cm ist er groß. Geht aber klein. Feine Ravioli mit Gemüsegüllung. Dazu eine würzige Gorgonzola-Walnusssoße. Lecker. Schade, dass du dein Video dazu gelöscht hast. Ich fand's gut. Gerade weil einige sich davon schnell beeinflussen lassen, ohne nochmal die Falten zu überprüfen. Hat man ja anhand der Kommentare auch ganz gut bemerkt. Ja, ab 30 sollte man die Falten überprüfen, ob die nicht tiefer werden. Und zu Furchen. Im Gedenken an die 356 Kinder, die im Land Brandenburg 1990 bis 2008 dem Autoverkehr geopfert worden sind. In Brandenburg haben die ganz seltsame Rituale. Die opfern Kinder dem Autoverkehr, damit der besser läuft wahrscheinlich. Sorry, das ist ein bisschen geschmacklos, aber es ist so gut. Okay, das waren die 99/7 Rechtschreibfehler. Ich hoffe, es hat nicht allzu oft geruckelt. Ich habe immer mal wieder gesehen, die Codierung überlastet. Mein Streaming-PC ist noch nicht ganz richtig eingerichtet und pipapo. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich danke für die Einsendung. Diesmal nur Einsendung. Ich habe nichts selber gesucht. Es waren alles Einsendungen. Also danke an dich fürs Einsenden und für die grandiosen Fehler. Wir sehen uns unter der Woche in den Livestreams, in den Let's Plays. Die sind gerade pausiert, bis der Streaming-Aufnahme-PC richtig eingerichtet ist. Aber in den Livestreams sehen wir uns Montag bis Freitag ab 18 Uhr auf twitch.tv/rambletap oder hier auf YouTube. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Jan! Yeah.
Ich habe coole Bestrafung, die Ich habe coole Bestrafung. Die Bestrafung ist eine ganze Zahnpasta aufessen oder ein Löffel voll oder ein halbes Essen. Das wäre coole Bestrafung mit der... Fuck! Darf ich mit euch ein... Ich bin 49 Jahre jung und 1,82 Meter groß. Habe das Alleinsein satt. Mache gerne Nordic Working. Nein, nur Ding sogar, scheiße.